bin Matthias Marschall, CTO bei Stylight. Stylight ist ein Online-Modemagazin, bei dem man die Mode, die man dort sieht, direkt kaufen kann. Wir sind eine Fashion Company und uns trauen wir gar nicht zu, dass wir so engineering-lastig sind. Wir haben aber 200 Mitarbeiter und davon über 40 Engineers. Und das zeichnet uns aus. Wir haben unsere eigene Entwicklerkonferenz und wir bringen wirklich Engineering und Fashion zusammen. Stylight ist 2008 gegründet und bis 2015 hatten wir unsere Server in einer Co-Location in München. Dort hatten wir lange Mietverträge oder auch Kaufverträge für die Server und die haben uns nicht die Flexibilität geboten, die wir brauchten. Zum anderen sind wir jetzt weltweit in 15 Ländern aktiv und haben da den Bedarf, dass wir auch näher am Kunden sind. Und das war natürlich in der Co-Location in München nicht möglich. Deswegen haben wir uns entschieden, auf AWS zu gehen und dort dann unsere Software auszurollen und auch in verschiedenen Countries und Continents auszurollen. Wir verarbeiten ja 6 Millionen Produkte und die Produkte haben nur eine Lebenszeit von 30 Tagen im Schnitt. Das heißt, wir müssen jeden Monat Millionen von Produkten neu klassifizieren, unsere Machine Learning Algorithmen einsetzen, um sie in unsere Kategorien einzusortieren, uns für die Besucherin sichtbar und suchbar zu machen. Und dazu haben wir ganz massive Lastspitzen und verschiedene Lastszenarien, die wir mit gemieteten Servern in der Co-Location überhaupt nicht abdecken konnten. AWS bietet uns einfach die Bandbreite an Services, die wir fast vollständig ausnutzen mittlerweile und ständig kommen neue Dinge dazu, die uns auch weiterhelfen. So, wir nutzen EC2 für unsere Website und unsere Machine Learning Algorithmen. Wir speichern die Daten auf S3. Wir nutzen Amazon Redshift für unser Data Warehouse, in das wir alle unsere Clickout-Daten und alle Event-Daten einfügen. Und unsere Event-Streams laufen über Kinesis ein, sodass wir auch mehrere Tage nochmal zurückschauen können, welche Events passiert sind. Wir haben Amazon Lambda im Einsatz für Dinge wie wenn ein Bild erfolgreich ist, dass dann auf GitHub automatisch Builds markiert werden oder Releases geschaltet werden. Wir nutzen Elastic Container Service, um unsere Docker-Images am Laufen zu halten, für einen Slack-Bot, bei dem wir automatisch zum Beispiel den Traffic in verschiedene Kontinente routen können. Dadurch, dass wir auf AWS sind, konnten wir sehr einfach internationalisieren, sodass wir auch wirklich in die Data Center vor Ort gehen konnten, um unseren Usern dann wirklich die schnellsten Antwortzeiten liefern zu können, die für uns, fürs Geschäft extrem wichtig sind, weil die Antwortzeiten sich direkt auf den Umsatz auswirken. Der größte Benefit von der Cloud ist die Flexibilität und die Skalierbarkeit, die wir damit erreicht haben und auch die Möglichkeit, weltweit ganz nah an unsere Benutzer ranzugehen und damit ihnen ein deutlich besseres Produkt zu liefern. Und jedes Startup, das schnell skalieren möchte und weltweit arbeitet, kommt an der Cloud nicht vorbei.